Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einem weiteren Opening hier auf meinem Kanal. Heute öffnen wir Secret Slayer. Ich habe ursprünglich ein anderes Display angekündigt aufgrund geistiger Impotenz, nennen wir es mal so. Heute in einem Battle mit dem lieben Chris. Alles weitere erfahrt ihr nach dem Intro. Ja, meine Freunde, heute gibt es wieder ein Opening, wieder eines modernen Sets. Ich habe ursprünglich gesagt, ich werde Secret Slayers gar nicht aufmachen, weil ich irgendwie der Meinung war, wir machen kein Secret Slayer auf. Aber wir machen Secret Slayer auf, und zwar heute mit dem lieben Chris, der sich jetzt mal ganz kurz vorstellen darf. Moin, ja, danke schön für die Einladung. Ja. Ich bin der Chris, bin 27 Jahre alt, spiele Yugi eigentlich schon seit, schlag mich tot Jahren, sicherlich 10, 12 Jahren. Bin jetzt aktuell in Team Gravity. Und ja, ich freue mich auf dieses Battle. Also es geht natürlich klar an mich. Das werden wir sehen. Genau. Also wir haben zwei Displays, die machen wir auch. Also wir gehen jetzt nicht auf jede Karte ein, weil sonst sitzen wir noch zum Ende der Quarantäne oder der Ausgangsbeschränkung hier. Jeder macht immer abwechselnd einen Booster auf und am Ende schauen wir uns die Werte an, wer besser gezogen hat. Und ja, hoffentlich sind wir beide Gold Boys. Das wäre geil. Das wäre mega cool. Also dann machen wir die Displays erstmal auf. Dann darfst du gerne anfangen, weißt du? Alter, was schöner. Ach, dann müsste ich anfangen, oder? Shit. Ja. Genau. Stell was mal so hin. Schau mal, ich hab gleich mal Produktionsfehler hier. Siehst du das? Ja. Wie die Karten. Wenn jetzt habe ich Goldboy drinnen und Damage. Ja, so wie bei meinem Eternity Gold Opening. Also, ich mach das erste Booster auf. Schauen wir mal. Glück uns. Viel Glück uns, ja. Schauen wir mal, was wir haben. Also, wir haben einmal, oh Gott, Prinzessin von Chameleon, oh Gott, das ist auch eine uralte Karte, Pyramide der Wunde, bla bla, Steine gut. Kannst du gleich raussortieren, die Karten hier zu genau. Technisch. Und wir haben, oh Gott, Elixier des roten Blutmonds. Ich finde die Karten übrigens richtig geil, das ist mein Lieblingsthema aus dem Set. Ja. Und auch Miscut. Oh ja, sehr schön. Das was hab ich denn Schickes? Kokomaru, Prinzessin Herbstblatt, Doki Doki, interessante Karte. Ah, und schon die erste Rikafe. Warte, ich schau mal raus, was interessant ist. Doki Doki ist auch interessant. Naja, ich such das nicht raus. So, dann haben wir Wundergrüne. Das Geilste ist gleich kann. Booster aufmachen, oder? Hier, super, nice. Nice, was geht die 8 7, Euro, oder? Nee, 7 Euro. 7 Euro. Das siehst du schon. Dann schauen wir noch 6 Mal. Bin ich schon mal vorne, ich klau mich ja schon mal in die 7. Ja, auf jeden Fall. So, was habe ich da wieder? Rika, der Fuchs, Mauer. Okay, nur der Sucher, schade. Boah, die rote habe ich echt geil. Ja. Was kann denn der? Ich glaube, der beschwört aus dem Deck heraus. Ja, genau, der beschwört aus dem Deck heraus. Ja, geil. So, schauen wir mal weiter. Ah, Goblin-Kill. Alter, schon beschädigt. Wo? Schau das mal. Ja, ja, jetzt, ja. Ey, Alter, Konami will mich zur Zeit flachsen, oder? Rika Hagel. Und das ist eine Rika Hagel, ja. Ja, nee, die geht nichts. Das ist. Ah, ich lief sie trotzdem. Ach ja, auch wieder ein Goblin. Ich lief die ganzen Secret. Ach! Auf Frage. Du ja, du führst aktuell. Du Nachmacher. Ja. So. Meins auch nicht krass, sehe ich gerade. Na, wenigstens ist deine nicht beschädigt. Ah ja. Jetzt kriegen wir einen Goldboy, der sieht aus wie der Goblin, Alter. Was ich auch. Das wäre witzig. Das wäre witzig, ja. Also, nochmal Heuschnupfen, guck mir auch rechter Auge, als Lockdrache, scheiß Reprint, Alter, der geht mir voll auf den Sack. Und. Hatte ich nochmal? Ja. Zeig mal, wie abwechslungsreich. Willst du jedes Secret anhören, oder? Ja, ich will jedes Secret. Achso. Was habe ich denn hier? Drachit, Kokimaru, Monolücke, Elixier des weißen Schicksals. Ah, es geht nichts. Ist hier irgendwas Interessantes? Ja gut, sieht wenigstens im Cent-Bereich ein bisschen was Besseres. So, Galaxiezyklon, Zombie des Gleichgangs, Rosenfreundin, da. Und ich habe die. Oh, die Forscherin. Ich glaube, das ist die rothaarige. Ja, ja, das, ja, ist ja, rothaarige. Das ist die rothaarige. Alter, schon plus gemacht. Fast, ja, fast plus gemacht. Ich bin, aber wie viel geht ihr denn? Mein Handy ist 40 rausgegangen. 40 Euro, 47 ja. Euro war ich schon. Ich bin hier voll im Dingens, ne? Ja, du hast ja schon gute Karten. Wenn jetzt auch mal so ein komischer Typ rauskommt, dann hast du auf jeden Fall plus. Ja. Der Goldboy. So. Ja, der Tisch ist leider nicht der größte, das tut mir sehr leid. Und Rika, so. Jetzt bin ich wieder dran, gell? Ja, du bist wieder dran. Komm, jetzt musst du ein Goldboy.
Oldboy, ja. Kommt hier, sagt immer Kaiba. Kaiba. Ich feiere den Typen so heftig. Ja, ich seine Preise nicht. 50 Euro Karte. Oh, 500 Euro. Oder Dollar. Ach, schon wieder so eine Kackhagel. Nee, Kaiba ist nicht mit dir, mein Freund. Nee. Kaiba ist nicht mit dir. So, Rekarol, Wundergrüne. Oh, ah, die ist gut, die ist gut. Alter, das ist eine schöne Karte. Ja. Dann den hier und, oh, kein Priester dort. Ja, das ist schon genau knapp 60 Cent, 70 Cent, sowas. Ja, aber die sieht halt geil aus. Ja, das stimmt. Urteil. Na, nix. Ja, du hast jetzt, ja, die will ich auch noch ziehen. Der Golden Boy ist der Shotprint, glaube ich, ne? Ja, ja. Die ist auch Shotprint. Kommt vor Kremling. Und, oh, Sternbefeuer. Hey, ich will leider nix. Ja, natürlich geht nichts aus. Cool aus. Zombie, Galaxie, Ricker, Schneeball. Ach, wir haben echt ein Display irgendwie. Ja, Copy-Paste. Ey, aber wenn es das gleiche Display ist, dann erwarten dich auch noch die coolen Karten. Ich hoffe echt, dass bei mir mal was rauskommt hier. Das lässt genau. Nicht. Schön. Minus. Die ist gut, die geht auch 2 Euro. Ja. 2 Euro? Ja, ja. Ging nämlich ein bisschen mehr. Könnte auch sein, dass die 2,50 Euro geht. Oder war die, ja, das ist die 4 Euro Karte vielleicht. Ja, ja. Ah, das war die 4 Euro Karte. Ja, siehst du mal. So. Und? Also, wie ihr seht, Heuschnupfen, nichts Besonderes. Rika-Platte. Rika-Platte. Boah. Interessant wird, ob das Rika als spielbar wird. Also noch ist es nicht gut genug, aber ich denke, da kommt noch was raus. Ich finde, die sollen mal mit ihren Lolita-Themen aufhören. Weil das Urteil ist eine schöne Story auf jeden Fall. Und da, sehr cool. Hakuero, des Goldenen Landes. Jetzt habe ich sie fast alle, oder habe ich sie schon alle? Nee. Eine fehlt noch. Ja, eine fehlt noch. Rickerflatte, Erfolg vom Goblin und Trap-Trick. Oh. Ist die von den Wertvollen? Welche? Nee. Salala. Also aktuell führe ich, aber wir haben noch ein zweites Display. Schau mal, vielleicht hat er da mehr Glück. Hoffen wir, das. Eldoran. Jetzt habe ich es aber. Wie er einfach sie zieht. Ja. Also ich habe die Rickers, du hast die Eldritch-Karten. Machen wir einfach einen Tausch später, oder? Nee. 1 zu 1, das geht schon. Nein, das machen wir nicht. Ne? Blockdrache, wieder. Lüften. Und auch ein Schuss. Hey, ja. Immerhin etwas. Ja, das ist etwas, genau. Bin mal gespannt, wie so ein Battle ankommt. Ich denke gut. Galaxie-Zinklo, Naturfeierliches Urteil und jetzt habe ich den auch. Ja. Aber wie oft ich hier Goblin und Feierliches Urteil ziehe, ja auch. Ja, Goblin geht auch ein Stück an, ein Euro etwa. Ja, Feierliches Urteil auch. Die behalte ich eh am Anfang. So, was haben wir denn? Kokemaru, Prinzessin, Dicker. Ich ziehe einfach nur Feindkarten, also die ganze Zeit. Naja. Ja. Gut, aber so von der Masse her, 2, 4, 6, 7 Feindkarten. So, Erika, die Rickerfee. Oh, Felsbombardierung sieht halt auch mega schön aus, das Artwork. Steinbefreier, bla bla. Und Alexi hier, ja. So, immerhin. Immerhin. So, jetzt bin ich wieder dran, gell? Jawohl. Doki Doki ist auch eine sehr interessante Karte, vor allem hier in diesem Steinbefreier. Wird ja auch gespielt. So, was haben wir denn? Prinzessin. Ah, nein, nein. Du wolltest es auch haben. Ja. Das ist noch der goldene Junge. Gibt es eigentlich in dem Set auch Monster oder ist der Golden Boy der einzige? In dem ist Type hier vom Eldritch. Nein. Das sind alles nur. Also der Eldritch ist der einzige. Sie sind ja Monster hier, schau. Oh. Die sind ja Monster. Ja, Fallmonster. Ich weiß auch nicht. Sieht mir schon wieder der. Ah, oh, sehr schön. Immerhin. Alter, wir ziehen die ganze Zeit das Gleiche. Was ist denn das? Unglaublich. Du hast jetzt auch schon 2 von denen, ne? Ja. 2 Harl, 2 den. Elblatt, Blockdrache, Marina, Rosenfreundin und... Nochmal. Das ist gut. Warte, war das die hier? Darf ich kurz? Ja. Ja, das war die. Die tut 3 Verbannte wieder zurückmischen und du kannst halt entscheiden, ob du alle Monster zerstörst oder alles auf Feind zerstörst. Das ist ziemlich stark. Das ist halt gut, um deine... Ah, hier. Der ist auch nicht schlecht. Den hast du, glaube ich, auch gezogen. Ja, mehrfach. Glaube ich. Ah, okay. Oh, der ist doch, glaube ich, auch ganz gut. Ja, der ist nicht ganz schlecht. Die geht so um die 60, 70 Cent, glaube ich. Aber der ist deswegen auch interessant. Den kannst du auch Mermaid spielen. Ja? Ja, der wird auch Mermaid gespielt. Nice. Einzelfeuerblüte, 20.000 ist der Reprint mittlerweile. Naja. Nochmal Feuerblüte. Pyramide, Cerebini. Und? Immerhin war es ein Monster. Ich war schon froh der Hoffnung. Ach, aber ich krieg vom Rising Time eher hin. Ah, hier, die Bombardierung. Naja. Und wieder einen Sucher. Den habe ich noch gar nicht gezogen, glaube ich. Ich habe schon 2 Mal. Kannst du schon von mir haben. Tausch dich gegen deine kleine. Nee. Komm, hey, du kriegst 2 Karten. Nein. Wir sind nicht auf dem Schulhof.
Damals, ja, ja. Oh, und schon wieder. Pyramide der Wunder. Wenn das so weitergeht, kriege ich meine neuen Exemplare. Also ich muss ehrlich sagen, für die Karten brauche ich keine Höhlen. Das sind 2-Cent-Karten. Bei mir werden auch 2-Cent-Karten eingehüllt. Bei mir kriegen auch 2-Cent-Karten so einen Plastik-Case. Unglaublich. Unglaublich. Ey, ohne Witz. Die ist doch gut. Die brauchst du ja dreimal fürs Deck. Ich spiele aber nicht. Ja, ich brauche sie ohnehin neunmal, aber ich will halt den Golden Boy ziehen. Ah, jetzt habe ich sie auch endlich. Ha. Aber wie oft du hier, also es ist schon krass, wie oft man hier Doppelungen zieht, ne? Ja, ja, aber die ist echt short-range, also. Mein Display war bis jetzt nur Minus, deins war schon fast Plus. Sicherlich durch diese kleinen Karten. Und schon wieder der dritte. Ich habe wieder eine Falle. Die haben wir noch gar nicht gezogen. Doch, ich habe sie gezogen. Ich habe die ganzen Fallen von dem mittlerweile. So, Steinbefreier Kristall. Oh, ich habe noch was da hinten dran. Oh, nee, doch nicht. Ah, jetzt habe ich ihn auch. Jetzt habe ich ihn auch. Ja, das ist gut. Ja, immerhin schön. Schön, schön. So, bitte Golden Boy, bitte Golden Boy. Chatrick. Heuschnupfen. Ne? Prinzessin? Nein. Ah, aber fast. ID ist auch geil, würde ich auch ziehen. Und nächstes Booster ist da drin. Ja, stimmt. Unsere Displays sind ja eh 1 zu 1 fast die gleichen. Also wirklich interessant, ja. Ja, doki doki. Falle. Ah. Also ich muss sagen, das Einzige, was halt für die meisten Leute vielleicht, also für mich ist es sehr problematisch, aber was die meisten Leute wahrscheinlich ein bisschen stören könnte, ist, dass du hier so oft dieselben Secrets siehst. Ja, ist es auch so. Delikränze, Hagel. Oh. Ja, schon zum dritten Mal jetzt. Ja, das ist halt vielleicht ein bisschen problematisch. Ja, ja. Mauer von Korki, Mairo, Einzelfeuerblüte, nochmal ein Goblin und schon wieder Eldorado. Aber jetzt auch mein dritten. Glaube ich. Oder? Ja. Ja. So, was habe ich? Ricafé. Ah, nochmal so ein. Das erste Display ist schon fast wieder finished, sozusagen. Aber jetzt muss ein Golden Boy kommen. Vielleicht einen zweiten Display. Ach ja, Einzelfeuerblüte, Blockdrache. Die Karten sehen aber richtig geil aus. Ja, vom Artwork sind sie gut geworden. Vom Artwork sind die mega nice. Ja. Richtig oldschool. Kennst du noch Il Blood? Ja, klar. Oh, eine so gute Karte. Ah, ich habe wieder einen Schuss. Jetzt habe ich, glaube ich, meinen dritten. Letztes, nicht vorletztes Booster bei mir. Der Schuss ist echt interessant. Ich habe noch 2 Booster. Ist auch noch 2 Booster. Ja. Müssen wir ja haben. Wir haben ja auch. Ich glaube, die Super Rare habe ich jetzt das erste Mal gezogen. Oh, fuck, Alter. Ah! Ich habe bloß Monster-Karten gesehen. Ach, vielleicht ist das. Kaiba! Kaiba! Dann rein. Ich hab schon Sternbefreier gelesen, dachte mir so, vielleicht willst du mal die Vorschau dann. Ja. Jetzt sagen wir das Pack of Best. Beste kommt immer zuletzt. Ja, genau, also im letzten Display. Ah, endlich mal das Endland. Ja. Und? Na, Ricker Hagel. Gerfurt. Nee, auch nix. Immerhin hast du nochmal einen Absatz. So, dann kommen wir zum zweiten Display. So, so. Jetzt fange ich an, oder? Du fängst an, Ladies first. Bitches after, ne? Also, was haben wir denn Schönes? Prinzessin Kirschblüten, Mauer, Heuschnupfen, Elblatt und die Rika-Platte. Die habe ich noch gar nicht gehabt. Ja, ich glaube ich auch nicht. So, dann haben wir Steinbefreier, Laputid, oh, diese Namen. Und, ha, nochmal. Eine 4-Euro-Karte. Nice, nice. So nicht an. Boah, wir sind ja hier gar nicht Small Size. Nee, nee. Kaffee und wieder den. Ja, da kannst du bei 2 Decks bauen aus dem Zeug. Yay. Meine Begeisterung. Ja. Feierliches Urteil. Und na dort gleich. Ne? Ilblatt. Blockdrache wieder eine Trap. Ah, wenigstens habe ich jetzt das Playset-Schuss. Dachte vorhin schon, dass ich das Playset habe, aber jetzt habe ich es. Heuschnupfen, Blatt, auch wieder eine Trap. Aber immer ein Eldorado. Die Prinzessin. Ah, ich muss sagen, das ist sehr, sehr Trap-lastig. Ja. Für die beiden Karten habe ich auch noch nicht gezogen. Lass es mir überlegen, du kannst ja auch. Das schneiden wir raus. Wenn du überlegst, das hier könntest du sogar vielleicht mit Juteko spielen. Also kontinuierliche feinen Karten sind. Ja, warum nicht? Wir könnten das Set zu einem Hauptset machen und nennen es, weil wir hier so viele Feinde ziehen, ja. Trap Ruler. Ja, genau.
Und? Okay. Ja, welche habe ich erst einmal gezogen? Passt also. Zombie. Alter, da sind ja Pollen drin. Judgment. Erika. Bombardierung und das Alexia. So, da lö. Aber auch, es sieht echt gut aus. Also, so vor allem. Sieht, muss, sieht nice aus, ne? Ja. Ja, gut, ist super. Und schon. Nochmals Elixier. Elixier, ja. Kann ich bald tapezieren damit. Dandelion, oh. Judgment. Halt, was mache ich denn für den Käse? Die kommen da ja gar nicht hin, die kommen ja hier hin. So, Leute. Die habe ich noch gar nicht gezogen. Habe jetzt viermal. Prüf. Ich finde vom Artwork her so geil. So. Und wieder Eldorado. Mein fünfter mittlerweile. Und? Aber immerhin. Keine schlechte Karte. Okay. Eine, wo es sich lohnt, mal wieder in die Hülle reinzutun. Yay. Die Grenze, die ziehe ich jetzt auch das erste Mal. Oh, Felsbombardierung, einfach so eine schöne Karte. Und? Oh, der Löwe. Oh, nice. Genau 2 Euro. Haben wir wieder eine gute Karte, Alter. Das Artwork auch mega fett. Ja, der Löwe ist euch echt nicht schlecht. Und wie läuft? Aha, danke. Sehr nett von dir. Bitte, bitte. Pyramide. Oh, da ist Monsterkarte. Oh, scheiße. Jetzt zieh immer die Rika hinten. Ja. Wenn es Monster ist. Und ich lese jedes Mal nicht Primel, sondern Pimmel. Danke, das war's dann mit meiner Demonstration. Ja. Und Rika plattet sich jetzt auch das erste Mal. Und die ist natürlich beschädigt, was auch sonst, kann ich nicht mehr brauchen. Echt, woran ist sie beschädigt? Woran siehst du das? Ah, tatsächlich. Konami. Blatt. Ach, die lege ich jetzt beiseite. Also die guten Secrets lege ich jetzt beiseite, weil ich habe keinen Platz mehr. Ja, jetzt geht's aber los hier. Muss ich noch, muss übrigens 500 Stück ziehen, hast du mich eingeholt. Ja. Karma ist eine Bitch, gell? Ja. Jetzt warte mal ab. Aha. Ich gelacht, Alter, wenn jetzt Goldboy kommt. Ja, das wäre jetzt. Das wäre brutal gewesen. Kacklanz. Ruhe, da. Oh, ah. Sucher. Ich glaube, den Sucher habe ich auch noch nicht gezogen. Ne? Naja, immerhin. Wenn man die Verzweiflung in Worten fassen möchte oder einfach nur ein Geräusch. Und. Er hat 5, ich habe keine, weißt du? Aber was gehen würde, würde ich sie sofort feiern. Ah, da ist Goldboy. Ah, schade. Nee, bloß wieder. Ja, Ruhe. Fee. Goldboy! Aber immerhin Monster. Ja. Das ist mal eine Abwechslung. So. Nee, ich muss sagen, das Set ist schon geil. An sich. Ja, von Artworks ja, aber. Ja, gut, du hast halt wenig an Wert, das Draw Points aktuell nicht so. Grenze. Ich habe wieder was Rika-mäßiges. Yay. Wieder den Hagel. Den hat es ja nicht oft genug. Nee. So, schauen wir mal. Ich müsste eigentlich mit meiner. Ich glaube, die Glanzkarte war noch. Nein. Und sie ist beschädigt. Sie ist beschädigt. Echt? Nein. Aber trotzdem. Nein. Glückwunsch, mein Freund. Danke. Und zwei Stück. Kannst du gerne haben. Ah, leck mich doch. Warum muss sie beschädigt sein? Schreibtrick, Dandelion, Bockdrache, Stempelfeuer und nix. Jetzt holst du mich wahrscheinlich nicht mal mit dem Golden Boy an. Ich ziehe ja nicht mal ein von beiden, also von dem her. Und wieder der Hagel. Sucher. So, dann. Und? Conquistador. Ja, es ist so schön, manchmal verliert man, manchmal gewinnen die anderen. Ja, der Lieblingsspruch meines Vaters. Yay, Hagel, hab ich schon mal. Wow! Gesehen. Mann, Alter, PSA. Sofort hinschicken. Ja. Die Karte wird noch richtig viel wert. Ey, ich stell dir mal vor, die hätte den Wert von Golden Bäume, wären reich. Ja, das ist doch schön. Ah. Ja, Platte. Ich muss sagen, aber irgendwie finde ich es auch cool, dass es mal so ein Set gibt, wo man wieder so ein bisschen mehr auf Traps oder so setzt. Aber trotzdem, die sind halt alle, sehen zwar geil aus, aber so vom Wert her.
Ach, wieder ein Schuss. Richterdo. Eldorado. Ah, das ist die kaputte Knife für mich. Ist übrigens auch ein witziger Reprint, der kam in Secrets of Eternity raus als Rare. Kann der überhaupt was? Ich glaube nicht, dass der gut ist. P-Scheide. Ach, ich hab's jetzt auch endlich. Meine erste Karte mit Wert. Yay! Yay! 4 Euro. Ja. Dann machen wir Fass auf. Oh ja. Okay. Vielleicht ziehen wir noch einen Golden Ball. Da haben wir noch ein paar Booster. Also Golden Ball ist halt wirklich short. Ne? Das ist halt nicht mehr feierlich. Ja, ja. Oh, nice. Und? Nein. Einmal. Vielleicht kriege ich auch noch das Playset. So, ach, die, das war auch schon auch mal eine super Rare in ja. Secrets of Eternity oder so. Und schau. Das ist. Die haben wir nicht mehr. Nee. Das ist langsam echt krank. Pyramide der Wunder. Ja. Ich glaube, die Runde geht klar. Ja, ich habe Löwen. Aber ich glaube, die Runde geht klar an dich. Die geht definitiv an mich. Jetzt vielleicht ein zwei Booster, ein Golden Boy. Was war das? Das Beste kommt zuletzt. Das Beste kommt zum Schluss. Gibt es auch einen super Film dazu. Und? Ja, mein erster Prüfer. Ich glaube, ich werde nicht mehr. Aus zwei Displays. Mein letztes Booster. Ja! Ah, das ist sie sogar. Ich habe jetzt erstmal überlegt so. Warte mal. Die habe ich noch gar nicht. Ach, warte, das ist ja die. Ja, okay. Und die ist sogar im guten Zustand, mein Freund. Danke. Gerne. Mein letztes Booster. Und da kommt der Golden Boy. Nee, ah, schade. Ah, fuck. Okay. Nichtsdestotrotz. Drei Forscher. Du hast gar keins mehr, ne? Nee, ich bin fertig. Du bist fertig, okay. Bitte nervst du auch. Ja, also wir haben keinen Golden Boy gezogen. Ich gehe Konami verklagen. Das geht ja gar nicht. Ja. Die nehmen die Shorts sehr wörtlich. Ja, ja. Also, nee, aber trotzdem. Coole Karten. Die Feindkarten finde ich halt cool so von Optik. Ja. Aber sie gehen auch nichts. Ich habe zwei Forscherinnen gefunden. Gezogen. Also ich habe das Battle definitiv gewonnen. Ja, würde ich auch sagen. Das geht. Herzlichen Glückwunsch an dich. Jawohl. Aber nächstes Mal, gell, weißt du. Ja, ja. Bist du die kaputte? Ich nehme sie dir ab. Komm, nur schauen, was das geht. Für die ganze. Ja, nee, auf jeden Fall. Wir sehen uns dann zu einem weiteren Opening Battle. Ja. Wann auch immer wir das mal veranstalten werden, mit welchem Set. War cool, hat mich gefreut. Und ja, das letzte Wort geht an dich, würde ich sagen. Ich bedanke mich. Für die Möglichkeit, für die Einladung. Ja. Und Leute, ihr merkt es, Booster ist nicht immer das Beste, aber es macht trotzdem Spaß. Es macht Spaß, auf jeden Fall. Ja, das ist richtig geil. Also wir sehen uns in einem weiteren Opening. Und bis dahin, macht's gut. Tschüss. Die Ohren steif.